Ja, zunächst ganz vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Konferenz, zu der ich, wie ich auch gleich beim allerersten Telefonat gebeichtet habe, gekommen bin, um zuzuhören. Ich wollte gar keine Rede halten und jetzt stehe ich doch hier oben und freue mich, dass ich meine Gedanken mit Ihnen und mit euch allen teilen kann. Und ich habe tatsächlich gestern zugehört und habe dann an einem Punkt, ich habe viel mitgetwittert, festgestellt, dass die sogenannte Communal Economy und die Commons, so wie wir das hier in Deutschland diskutieren, aber ich tue das auch sehr international, ein gemeinsames Problem haben. Zumindest in unserem westlichen Kulturkreis. Und das ist, man würde vielleicht auf Englisch sagen, das ist das Problem der Broken Stories. Das ist die Idee von Community, die Idee von Gemeinschaft, keine starke Idee mehr ist. Nichts, was wirklich noch zusammenhält. Und das ist eine große Aufgabe. Diese Frage, wenn wir sozusagen jenseits von Markt und Staat denken, was ein sehr wichtiger Ansatz in dieser ganzen Commons-Diskussion ist, was sind dann die Subjekte und wie können wir ein anderes Denken, auch eine andere Wirtschaft, wieder in ein Konzept von Gemeinschaftlichkeit gründen? Und wenn ich gefragt werde, warum ich in einer Lebenssituation in der Community kein starkes Konzept mehr ist, die Arbeit mache, die ich mache, dann gebe ich meistens diese einfache Antwort, weil es Sinn macht. Und warum das für mich so viel Sinn macht, kann man auf verschiedene Weisen begründen. Ich will einen biografischen Ansatz wählen und Ihnen kurz sagen, wo ich herkomme. Das ist die Landkarte der ehemaligen DDR und der ehemaligen Bundesrepublik und ich komme von da, also genau da, wo die Spitze des Pfeiles ist. Und damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, habe ich auch ein Bild von meinem Dorf ausgesucht. Ist egal, wie das heißt. Ist ganz klein, da unten in dem Tal. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, da wo etwa die Kirchturmspitze steht, von da unten guckte man bis dahin. Das war die Stelle, bis zu der wir uns bewegen konnten. Also wir konnten uns nur auf dieser Seite bewegen und dahinter begann das andere System. Das heißt, der Horizont sozusagen gen Westen reichte genau 500 Meter weit. Und nach der Wende habe ich einige Jahre versucht, mich zurechtzufinden und dann bin ich nach Mittelamerika gegangen. Also nach meiner Erfahrung in einem sozialistischen Land bin ich nach Mittelamerika gegangen, nach El Salvador und das ist ein Nachkriegsland, wo der Bürgerkrieg erst 1992 aufgehört hat, mit einer extrem polarisierten Gesellschaft, das ist bis heute so geblieben. Und von dort bin ich nach Mexiko gegangen. Und hier gibt es Leute, die sich in Mexiko noch viel besser auskennen als ich und die auch wissen, dass Mexiko vielleicht als Failed State bezeichnet werden kann. Dass man einen Teil des Territoriums hat, der noch vom Staat kontrolliert ist und der andere Teil ist entweder in den Händen der Mafia oder in den Händen der Communities. Und zwar zu einem ziemlich großen Teil. Über 60% des Landes sind in Gemeinbesitz. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und so habe ich gewissermaßen Erfahrungen mit vier unterschiedlichen Arten von Staatlichkeit. Und von daher auch diese Überzeugung, dass es nicht über ein bestimmtes Konzept von Staatlichkeit ist, dass wir die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, lösen können, sondern dass die Subjekte, um die es geht, nicht nur von der Frage her, was brauchen wir vom Leben, also um wessen Bedürfnisse geht es eigentlich, wenn wir um Ökonomie reden, sondern auch,
in wessen Gestaltungsmacht diese Ökonomie eigentlich liegen soll, dann können wir das immer nur von unten angucken. Und das versuchen wir in der Arbeit, die wir machen, zusammenzutragen. Und warum das Commons-Konzept so viel Sinn macht für mich, ist, weil es überall auf der Welt zu finden ist. Es hat überall einen anderen Namen. Ein anderer Tweet, den ich gestern rumgeschickt habe, war: Die Tatsache, dass Commons überall anders heißen, aber überall praktiziert werden und keinen gemeinsamen Namen haben, hat dazu geführt, dass es uns schwerfällt, über Commons zu sprechen und sie als etwas Verbindendes zu sehen. Und das ist die eigentliche Tragik der Commons. Im Deutschen kennen Sie vielleicht den Begriff der Allmende, Allgemeinida, allen in der Gemeinschaft abwechselnd zukommen. Wenn man ein älteres Publikum hat, dann sagen viele Leute, den Begriff kennen wir, einem jüngeren Publikum ist das gar nicht mehr so vertraut. Das heißt, wir müssen auch wieder eine Sprache für das finden, was wir tatsächlich anders denken wollen. Und was sich jenseits von Markt und Staat bewegt, damit meine ich persönlich aber nicht unbedingt ohne jegliche Tauschbeziehungen und auch nicht ohne Staat. Was ich aber ganz sicher meine, ist ein Staat, der sozusagen nicht dieser Marktlogik folgt und ihr verpflichtet ist. Unübertroffen hat das unsere Kanzlerin formuliert, wenn sie von einer sogenannten marktkonformen Demokratie spricht. Also die Frage ist, können wir sozusagen von unten Ökonomie und Gesellschaft gestalten, sodass sie nicht einer Marktlogik folgt? Und mit Marktlogik meine ich sozusagen die sich hinter unserem Rücken vollziehende sogenannte Kraft der unsichtbaren Hand des Marktes, wo am Ende das Geld uns denkt und nicht mehr umgekehrt. Und da ich gebeten wurde, so viel zur Einführung und zu dieser Frage, von welcher Position aus spreche ich hier eigentlich? Und da ich gebeten wurde, über Ökonomie zu reden, ist mir gestern beim Zuhören aufgefallen, dass einer der Grundpfeiler, auf denen unsere heutige Ökonomie beruht, nämlich das Privateigentum, gestern nicht wirklich stark thematisiert worden ist. Und das hat mich gewundert. Und darüber können wir auch gern noch diskutieren, aber es verführt mich zumindest dazu, so zwei ganz grundlegende Dinge zu der Frage von Eigentum und Commons zu sagen. Eine uralte Argumentationsfigur in der Geistesgeschichte, nicht nur in der europäischen Geistesgeschichte, ist ja diese Idee, dass Commons niemandem gehören. Sozusagen, die Commons sind das Niemandsland. Und eine komplementäre Argumentationsfigur ist die Idee, dass Commons allen gehören. Und dann kennen Sie das, und was allen gehört, geht den Bach runter. Hat man irgendwie im Kopf schon mal gehört? Wird Stereotyp immer wieder wiederholt, ist ein Meme sozusagen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir präzise sein, und das können Sie alles in Ihren eigenen Realitäten nochmal überprüfen und sagen: Commons ist weder das, was niemandem gehört, noch das, was allen gehört, sondern es ist das, was niemandem alleine gehören kann. Das ist das Gemeinsame, was allen unterschiedlichen sozusagen Zugriffs- und Nutzungsformen auf gemeinsame Güter und Ressourcen gemein ist. Dass es keinen exklusiven Eigentumsanspruch und Zugriff auf bestimmte Dinge geben kann. Und wenn man das so sagt, wird man dann auch feststellen, wie das konkret geregelt ist vor Ort, ist extrem vielfältig. Sie finden in den unterschiedlichen Systemen dieser Welt, seien das die Falatsch, die Bewässerungssysteme in asiatischen Ländern oder die Ejidos in Mexiko. Sie finden überall sehr unterschiedliche konkrete Formen, wie die Frage von
Eigentum geregelt ist, denen aber prinzipiell diese Idee, es muss allen in der Gemeinschaft gleichberechtigt zukommen, gemein ist. Und das ist der andere Grund, warum ich Kommen so spannend finde. Und jetzt ein ganz schneller, kurzer Exkurs in die Wissenschaft. Als ich Ihnen diese Frau hier vorstelle, Eline Ostrom, 2012 verstorben, die erste Wirtschaftsnobelpreisträgerin, die erste Frau, die den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat. Und die sagt, Commons funktionieren überall und die muss es wissen, die haben sozusagen sehr viele Fallstudien angeguckt und festgestellt, dass sowohl in Japan als auch in Südchile, sowohl auf Schweizer Almweiden als auch in der Wasserversorgung von Los Angeles, dieses gemeinsame Bewirtschaften von Ressourcen, die niemandem alleine gehören können, präsent und zu finden ist. Und im Übrigen sagen wir immer, Commons sind so alt wie die Menschheit und so modern wie das Internet. Also nichts hat institutionell so lange überlebt, kein Staat hat so lange überlebt wie Commons-Institutionen. Und was an ihrer Arbeit spannend ist, ist das, und das kann ich jetzt wieder als ehemalige Bürgerin der DDR sagen, ich bin ja in dieser Schule, die Sie gerade in dem Dorf gesehen haben, da ging es ja immer darum, mich zu einem sozialistischen Menschen zu erziehen. Und was wir von Eline Ostrom lernen können ist, Commons funktionieren nicht nur überall, sondern sie funktionieren auch mit den Menschen so, wie sie sind. Weil sie sozusagen die Gestaltung der konkreten Verhältnisse und der ökonomischen Verhältnisse zurückholen in die Gestaltungskraft der Communities selbst. Und dass es aber trotzdem wichtig ist zu gucken, was sind denn das für Bedingungen, die dieses gemeinsame, faire Nutzen und Gestalten möglich machen? Was brauchen wir denn für Institutionen? Wir müssen dann Institutionen sozusagen prinzipiell strukturiert sein, dass sie möglichst lange überleben. Und dafür, und das werde ich Ihnen jetzt nine vorstellen, das können Sie überall nachlesen, Eline Ostrom, Nobelpreisrede, 8 Designprinzipien für Commons-Institutionen. Und gestern, als ich zugehört habe, habe ich mir überlegt, wie ist das jetzt in Rojava mit dieser Kombination von Räten und Versammlungen und Delegationsprinzip? Und wie kann man dafür sorgen, dass diese wunderbare Praxis nicht nur 2, 3, 4 Jahre überlebt, sondern 20, 30, 40? Und ich glaube, es lohnt sich, da auf diese Designprinzipien für langlebige Commons-Institutionen zu gucken. Und ich verlasse aber gleich wieder diesen Mini-Exkurs in die Wissenschaft, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass Commons keine Institution sind, auch keine Wirtschaftsform und so, dass ich sozusagen auf dem falschen Panel sitze, sondern dass es um eine Haltung geht. Dass es um die Frage geht, ob ich bereit bin und mich darauf einlasse, den nicht immer einfachen Weg zu gehen, auf Augenhöhe mit denen, die das gleiche Recht und den gleichen Anspruch haben, auf gemeinsame Ressourcen zuzugreifen wie ich, das auch tatsächlich auszuhandeln. Und das ist, habe ich schon gesagt, ein schwieriger Prozess und auch dafür haben wir in der Regel keinen schönen Begriff. Und da muss ich es mit diesem englischen Satz bewenden lassen, den Peter Linebow geprägt hat. Ein sehr altes, schönes Wort, commoning. Peter Linebow ist ein US-amerikanischer Historiker und der sagt, there is no commons without commoning. Das ist, Entschuldigung an die Übersetzer, das ist ein ziemlich unübersetzbarer Satz. Im Deutschen würde ich vielleicht sagen, es gibt keine Gemeingüter, es gibt nichts Gemeinsames, das Gemeinsame fällt nicht vom Himmel, sondern wir müssen es tun. Wir müssen es aktiv herstellen, wieder und immer wieder. Und das heißt, da sind wir ganz auf der sozialen Ebene, da sind wir auf der Ebene. Commons ist im Grunde die Frage, wie wir unsere Sozialbeziehung gestalten. Und das ist ein sozialer Prozess, der nie abgeschlossen ist und der auch eingeübt werden muss.
sozusagen in meiner sozialistischen Schule, statt mir beizubringen, wie man ein sozialistischer Mensch wird? Hätten wir viel mehr üben sollen, wie wir unsere Probleme in die eigene Hand nehmen. Das Gleiche gilt für heute auch. Statt in unserem Bildungssystem unsere Kinder dafür fit zu machen, dass sie sich gut auf dem Arbeitsmarkt verkaufen, sollten wir sie darin üben, ihnen dabei helfen, Probleme in die eigene Hand zu nehmen und zu lösen. So, und jetzt werden die Veranstalter sagen, die Frau Helfrich, die mogelt sich um ihren Auftrag herum, die sollte doch eigentlich über die Ökonomie reden. Und tatsächlich gibt es in dieser Debatte auch ein starkes, wie gesagt, eine internationale Debatte, die wir auch in Publikationen immer wieder versuchen zusammenzuführen. Und darin gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Und es gibt eine sehr starke Diskussion, auch aus sehr unterschiedlichen Ecken dieser Welt, die die Auffassung vertritt, man kann quasi mit diesem Mindset, mit diesen Gedanken im Kopf eine ganz andere Produktionsweise denken. Diese Produktionsweise hat auch wieder unterschiedliche Namen. Ich nenne sie jetzt mal commons-schaffende Peer-Produktion, weil mir dieser Gedanke wichtig ist, dass man nicht nur aus der Allmende, aus den Commons schöpft, sondern dass man sie auch wieder herstellen muss. Weil mir der Gedanke wichtig ist, dass schon in dem Begriff klar wird, dass es nicht um Warenproduktion geht, sondern um Commons-Produktion. Und diese unterschiedlichen Diskurse aus unterschiedlichen Ecken der Welt und unterschiedlichen Erfahrungen kann man vielleicht am besten miteinander vergleichen, wenn man auf die prinzipielle Ebene geht. Kriegen wir es hin, sozusagen so eine Art Baselines, Grundlinien, prinzipielle Linien einzuziehen, an denen wir klar machen, dass es wie diese andere Ökonomie aussehen kann. Und es sind dann sehr einfache Dinge. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nur 5 Gedanken noch vorstelle, kurz, im Grunde nur angerissen. Und diese 5 Gedanken entlang der Frage strukturiere, was brauchen wir denn, um etwas herzustellen, um etwas in die Welt zu bringen? Was brauchen wir denn sozusagen, damit irgendwie am Ende ein Tisch rauskommt oder ein Laib Brot oder ein Fahrrad oder von mir aus auch ein Auto? In der Regel brauchen wir natürliche Ressourcen dafür und Wissen, Code und Design, also Informationen. Wir brauchen Arbeit, nicht Labor, sondern Arbeit in einem anderen Verständnis des Arbeitsbegriffs. Darauf werde ich ganz kurz eingehen. In der Regel gibt es in der Ökonomie auch sowas wie Mittel des Tausches oder Kredit. Wir brauchen Finanzierung, zumindest in dem System, in dem wir leben. Wir greifen zurück auf Infrastrukturen und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wozu das Ganze? Bitte? Und diese, bevor ich jetzt hier Stress kriege, sage ich es nochmal, es wird ganz kurz gehen. Ich will also ganz, ganz kurz mit Ihnen nur diese 5 Fragen durchgehen. Kann man auf der Ebene des Zugangs zu natürlichen Ressourcen und zu Wissen, des Umgangs mit Geld und Infrastrukturen und des Konzeptes der Arbeit nochmal was grundsätzlich anders denken. Und Sie werden dann sehen, dass es ganz, ganz einfache Dinge sind. Wir leben ja derzeit in einem System, wo wir natürliche Ressourcen behandeln, sozusagen als seien sie unendlich verfügbar und reproduzierbar. Das größte Drama erleben wir ja gerade in der Klimadebatte. Und umgekehrt behandeln wir Dinge, die mehr werden, wenn wir sie teilen, als seien sie knapp. Natürlich nicht wir tun das, sondern diese Eigentümergesellschaft, die der Meinung ist, man müsse sozusagen im Sinne der Verwertung Dinge, die immer mehr werden, wenn wir sie teilen, knapp machen, weil sie sich ja dann nur auf dem Markt als Ware verwerten lassen. Das läuft unter dem Stichwort intellektuelle oder geistige Eigentumsrechte. Und die Sache ist im Grunde ganz einfach. Man muss diese Logik umdrehen und sagen, Umgang mit natürlichen Ressourcen braucht diese Grundidee der Allmende, allen in der Gemeinschaft abwechselnd oder zu gleichen Teilen zukommend, also eine faire Teilhabe, aber begrenzte Teilhabe,
Und beim Wissen und Informationen, Code und Design ist es genau andersrum. Es gibt aus Commons-Perspektive überhaupt keinen Grund, sogenannte intellektuelle Eigentumsrechte zu verteidigen und Konzepte des Privateigentums auf Dinge zu legen, die immer mehr werden, wenn wir sie teilen, weil nämlich, wenn man das tut, genau diese wunderbare Quelle des Mehrwerdens versiegt. Und der Trick ist sozusagen, beides zusammenzudenken. Ich bringe hier mal das relativ aktuelle Stichwort der Open Source Sustainability. Können wir konsequent Wissen teilen, weil wir dann alle am meisten davon haben und dabei uns immer der Endlichkeit natürlicher Ressourcen bewusst sein. Open Source Sustainability. Ja, also verbreitet eure Ideen, kopiert, was ihr könnt, denn nur wenn wir die besten Ideen überall in der Welt kopieren, haben wir auch am meisten davon. Und damit Sie jetzt nicht denken, sozusagen, das bezieht sich nur auf die Softwareprogrammierung, habe ich hier ein paar Dinge, die in dieser Denke hergestellt werden, ins Bild gesetzt. Ich glaube, ich brauche ab jetzt noch 5 Minuten. Da unten links sehen Sie eine Art der Stromproduktion, die auf Bakterien basiert. Das ist ein Solarpanel, das Open Source ist und wie gesagt, die Energie, die Elektrizität aus der aktiven Arbeit der Bakterien schöpft. Da hier rechts sehen Sie einen Drucker, da oben sehen Sie, oben links sehen Sie Bienenstöcke, dann oben in der Mitte ein Traktor, da unten ein Lastenfahrrad. Das ist kurz, die Botschaft ist, es gibt nichts, was man nicht in Kategorien von Open Source Sustainability denken kann. Wir können alles nach diesen Prinzipien bauen, egal ob Traktoren, Fräsmaschinen, das ist ein Set von 50 Maschinen, das sogenannte Global Village Construction Set, von denen die Leute, die das hier in die Welt setzen und diese Prototypen bauen, sagen, wenn wir das haben, haben wir alles, was, jetzt nutze ich mal den Begriff von gestern, ein ökologischer Industrialismus braucht. Ich glaube, diese Open-Source-Leute stellen sich genau das unter ökologischem Industrialismus vor. So, damit sind wir beim nächsten, noch schneller. Arbeit. Ich kann im Grunde nur andeuten, dass ich dieses Wort verwerfen würde. Es ist hochgradig belastet. Wir haben das gestern im ersten Vortrag gehört, dass wir anfangen müssen, all diese Begriffe, die sozusagen auf Dichotomien beruhen, auf Entweder-Oder beruhen, kritisieren müssen und uns neue Begriffe, die diese Dichotomien, dieses Entweder-Oder überwinden, aneignen müssen. Und eines dieser Begriffe ist, glaube ich, der Care-Begriff, der sozusagen die sorgende und fürsorgende Beziehung zu beiden, zum anderen Menschen und zur Natur in den Mittelpunkt stellt. Und grundlegend darauf beruht, dass Produktion und Reproduktion überhaupt nicht getrennt denkbar sind. Dass wir das Reproduktive, das Take Care für den anderen, nicht auslagern können aus der Sphäre der Ökonomie. Ich kann es nur dabei belassen, weil ich habe ja schon jetzt Zeitstress. Bin gleich durch. Der dritte Punkt, die Infrastrukturen. Wir kriegen ganz oft kritisch um die Ohren gehauen gewissermaßen, diese Sache mit den Commons ist ja schön und gut, aber die gehen nur in kleinen, übersichtlichen Communities, wo sich alle an einen Tisch setzen können und miteinander reden. Und deswegen ist ja Rojava so ein großartiges Beispiel. Da sitzen viele Leute und reden miteinander und handeln immer wieder aus, was vor Ort ausgehandelt werden muss, aber es betrifft ein sehr großes Gebiet und es sind sehr, sehr viele Menschen, weil prinzipiell die Art, Gesellschaft und Wirtschaft zu gestalten, sozusagen neu gedacht wird. Und das Gleiche gilt für Infrastrukturen. Und die prinzipiellen Anforderungen an Infrastrukturen möchte ich mit diesen 3 Begriffen beschreiben. Offen habe ich eben erklärt, warum. Geldneutral. Geldneutral bedeutet, dass es nicht sein kann, dass ich Zugang zu einer Infrastruktur habe, nehmen wir jetzt mal an, die Straßenbahn, weil ich Geld, wenn ich Geld habe, habe ich Zugang, wenn ich keins habe, habe ich keinen.
Das kann nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass die Nutzung von Infrastrukturen sozusagen einer Warenlogik folgt. Also wenn du viel Geld hast, kannst du mehr nutzen und wenn du weniger Geld hast, kannst du weniger nutzen. Sie kennen das vielleicht aus dieser Diskussion um die Netzneutralität. Und distributed, also verteilt, ist nochmal dieser ganz einfache Grundgedanke, sehen Sie links im Bild, zentrale Steuerungsmechanismen will ja sowieso keiner, aber es geht auch nicht um dezentrale Steuerungsmechanismen, das sehen Sie in der Mitte. Weil sich dann sozusagen nur die dezentralen, also sozusagen aus dem großen Kaiser werden viele kleine Könige. Sondern es geht einen Schritt weiter um verteilte Netze, die dann durchaus miteinander verschachtelt sind und da kommt so ein Konzept von Polyzentralität raus. Bin gleich fertig. Polyzentrismus als ein Konzept, das ich gestern beim Zuhören rausgehört habe, durchaus gut zu funktionieren scheint derzeit in Rojava. Und dann habe ich, letzter Punkt, schon gesagt, auch die Frage, wie wir sozusagen unsere Tauschbeziehungen innerhalb von einer community-basierten Ökonomie gestalten, das ist gestern in der Diskussion schon angeklungen, muss zurück in die Gestaltungshoheit der Community geholt werden, und zwar mit dieser grundsätzlichen Idee von struktureller Unabhängigkeit. Das wurde ja gestern im Kontext der Kritik an Zentralbanken sehr deutlich diskutiert. Was also diese unterschiedlichen Initiativen tun, hier unten ist eine von Neuseeland, da in der Mitte ist eine von Brasilien da oben, das Totnes Pound, das kennt wahrscheinlich jeder. Faircoin ist eine Initiative, die auf digitale Mechanismen setzt, aber nicht der Warenlogik folgt wie Bitcoin, wo man also Geld horten kann, wo die einen immer reicher an Bitcoins werden und die anderen immer ärmer, sondern wo sozusagen ein Umverteilungsmechanismus mit hineingedacht wird. Das Wichtige an diesen Initiativen ist nicht die Frage, haben die noch Geld oder haben die keins mehr? Für mich, aus meiner Sicht, ist das nicht die wichtige Frage. Sondern die wichtige Frage ist, dass dadurch, dass man das zurückholt und unabkoppelt sozusagen vom staatlich kontrollierten Geld- und Bankensystem, überhaupt wieder diskussionsfähig macht, wie wir eigentlich unsere Tauschbeziehungen gestalten wollen. Und die müssen natürlich immer einhergehen mit einer Idee von Schenkökonomie, von gemeinsamer Nutzung, von Leihen statt Kaufen und so weiter. Wo wieder also eine Vielfalt erstens von Tauschmitteln, aber auch von der Art, wie wir sozusagen an die Dinge kommen, die wir zum Leben brauchen, stark gemacht wird und nicht der einzige Interaktionsmodus, nach dem wir funktionieren, ist Hunger, Geld, Supermarkt einkaufen. Also, Tauschmittel geschaffen und kontrolliert von den Communities selbst. So, und damit bin ich quasi am Ende. Wozu das Ganze? Ich habe schon gesagt, für mich macht es Sinn. Aber eigentlich geht es natürlich in der Ökonomie um diese ganz einfache Sache. Ökonomie oder Ökonomie kann nur das sein, was menschliche Bedürfnisse befriedigt. Und wir brauchen ein Konzept, das zukunftsfähig ist im dreifachen Sinne. Das sozusagen das Beste aus den unterschiedlichen Denktraditionen zusammenhält. Und damit meine ich die Ideen von Freiheit, Fairness und Nachhaltigkeit. Und das ist der Prüfstein, an der sich eine Communal Economy oder eine Commons-basierte oder Commons-schaffende Ökonomie messen muss. Und wenn wir das tun, landen wir dabei, dass uns die Anthropologen, die Kulturanthropologen, sehr viel mehr über Ökonomie erzählen können als alle Ökonomen dieser Welt zusammen. Dass es nämlich darum geht, sozusagen die sogenannte Ökonomie wieder in den Raum der Kultur zurückzuholen, ihn ihr unterzuordnen und über die Frage zu reden, wie geht eigentlich Commoning und wo, verdammt, wenn nicht an unseren Schulen, lernen wir das. Und was ich gestern gehört habe, ist, unter anderem können wir sehr viel lernen von den praktischen Erfahrungen, die derzeit in Rojava gemacht werden. Vielen Dank.